darf nun den Landschaftsbetreuer der Südmeere, Herrn Franz Longin, um seine Worte bitten. Ein Landschaftsbetreuer, wenn ich das so formulieren darf, ist der amtierende Exil-Landeshauptmann. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz falsch. Bitte um deine Worte. Meine Damen und meine Herren, was sagt man mit so einer Einführung oder zu einer solchen Einführung? Als erstes, ich umarme euch ganz herzlich auf südmährische Art und Weise und freue mich, dass ich zu euch, zu Ihnen sprechen darf. Für alle Südmährerinnen und Südmährer, für die Vertreter der Vereine und die herzlichen Grüße vom Südmährerbund in Geislingen an der Steige. Alle, die Südmähren als Auftrag empfinden, alle, die daher stammen, mögen dieser Stadt La an der Thaya dafür danken, dass dieses Gebäude, dieser Inhalt und heute 30-jähriges Jubiläum unsere Glückwünsche, unsere Anerkennung gilt. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. An dieser Broschüre steht, oder auf dieser Broschüre steht, Südmähren lebt. Es lebt aber nur durch uns. Jeder, der heute hierher gekommen ist und sich dazu bekennt, und jeder, der diesen Glückwunsch wirklich aus tiefster Seele spricht, der ist für das, was die Südmährer zum Ausdruck bringen wollen. Alle, die hier in La und wo auch immer sich in dem Gedanken vereinen, dass dieses, was Südmährer, was vis-à-vis drüben über der Grenze hinüber 1945 und 1946 gemacht worden ist, nicht dem Recht, sondern dem Unrecht und der krassen Verletzung der Menschenrechte gegolten hat, wenn diese sich weiter verbunden fühlen, dann ist es richtig. Diese Glückwünsche, die ich gerne heute zum Ausdruck bringe, ist von großer Dankbarkeit, Frau Bürgermeisterin, getragen. Sie und Ihre Vorgänger haben es zu Wege gebracht, dass hier der Heimat- und Museumsverein genau das zu erreichen konnte, was hier geschehen ist, und euch allen die Sammelstücke hergegeben haben den Inhalt mitgestaltet. Und verehrte liebe Frau Brigitta Appel, mein herzlicher Glückwunsch auch dir und den Vorstandsmitgliedern zu dieser Leistung, die ich nachher ein erneutes Mal bewundern darf. Das ist klasse. Und wenn ich die vielen hier sehe, die jeweils eine Position vertreten und in diese Gegend hier jedes Jahr auch aus Deutschland hierher kommen, dann können Sie erkennen, was nicht nur Heimatliebe, sondern menschliche Verbindungen bedeuten. Menschliche Verbindungen, die nicht nur zur Stadt La, sondern hier an der Grenze zu vielen Ortschaften und Städten gepflegt werden. Jedes Jahr, im Sommer insbesondere. Und wenn dann das Land in seiner mit seinen Landeshauptleuten, die wir jeweils gewürdigt haben, nämlich Siegfried Ludwig und Hans Bröll und den Landesrat, der mir ja wirklich aus Preußdorf, aus vielen Jahren Bürgermeisterei dort immer wieder begegnet ist. Für all dieses muss heute auch bei diesem Jubiläum gedankt werden. Und was wären wir in unserem Zusammenhalt, wenn wir nicht
unsere Kirche hätten. Und deshalb den Geistlichen herzlichen Dank, auch stellvertretend wie alle Generationen, die davor, und ich nenne nur Monsignore Koch, die davor gewirkt haben, wahrhaftig, diese waren der echte ideelle Zusammenhalt für das, was wir heute an diesem Geburtstag, an diesem Ehrentag, an diesem Jubiläumstag hier bekennen. Ein Satz dazu in der Politik. Die Töne sind gewissermaßen leiser geworden. Auch meine Töne auf dem Kreuzberg haben sich in 30 Jahren ein Stück geändert. Aber wohl in der Tonlage, nicht aber im Inhalt. Und deshalb sage ich hier in diesem Kreise und hinaus in die Öffentlichkeit und vor allen Dingen hinüber über die Grenze nach Brünn mit einem positiven Vorzeichen, nach Prag mit einem neutralen Vorzeichen. Ich weiß wohl, dass es mathematisch dieses nicht gibt, aber Sie verstehen alle, was ich meine. Prag muss sich noch bewegen. Es muss sich bewegen, dass die Unrechtsdekrete annulliert werden. Und es muss sich bewegen, dass diese Menschen, die vertrieben wurden und deren Nachkommen, eine Rehabilitation im weitesten Sinne erfahren. Dieses ist notwendig. Und dass dieses immer wieder zum Vorhalt wird und dass dieses nicht vergessen wird, dazu fordere ich euch, fordere ich Sie auf, die Politiker in diesem Lande auf und fordere insbesondere die tschechische Regierung dazu auf. Nämlich nur wenn die Regierung ein Beispiel gibt, dann bewegen sich auch die Zahlreichen dazu. So aber sind es leider nur Einzelne. Diese Einzelne, diesen zollen wir Hochachtung. Aber es müssen mehr werden, dass das, was ich vorgetragen habe, als Ziel erreicht wird. Ich danke, dass Sie diesem Zuspruch zustimmen und ich gratuliere noch einmal ganz herzlich den Heimat- und Kulturverein in Laa für die Südmeere. Dankeschön.